Nein, 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 nein! Scheiße! Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich zeige euch die Demo von Outlier und Outlier ist von dem Entwickler Joyway. Joyway hat auch Stride Against Time Hacker. Ja, und jetzt Outlier noch rausgebracht, also die sind ganz gut dabei, sind auch noch, ich glaube, die Spiele sind alle noch in der Entwicklung, aber ja, warum nicht mehrere Spiele rausbringen, wenn sie es auch wirklich weiter verfolgen und immer wieder Updates raushauen, ist es natürlich gut. Und ja, Outlier ist ein Roguelike-Game, das heißt, wenn wir sterben, geht's komplett von Null zurück und wir müssen alle Upgrades, alle Waffen und so weiter wieder neu sammeln. Und ja, die Welt, die wir vor uns haben, wird immer wieder neu aufgebaut. Das heißt, wir leben, ja, wir haben nie die gleiche Map vor uns. Immer wieder gibt es andere, ja, Wege und so weiter. Natürlich sieht das Setting immer gleich aus, aber die Welt ist immer wieder anders und ja, ist natürlich auch von Vorteil. Outlier erinnert mich so ein bisschen, ja, ganz, ganz wenig an Destiny, also vom, ja, man hat so eine Dash-Funktion, das heißt, man kann hochspringen, ist dann auch so ein bisschen, ja, nicht so wirklich schwebend in der Luft, aber ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist bei Destiny natürlich auch, und von den Waffen und so weiter erinnert mich das auch sehr an Destiny. Ist so Science-Fiction-Fantasy angesiedelt in dem Setting so. Wir haben normale Pistolen, wir haben ein bisschen Magie, wir haben Telekinese, die wir benutzen können. Und ja, die Telekinese hat mir so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Immer wenn ich, oder nicht immer, aber ab und zu, wenn ich mal so einen Gegenstand mir packen wollte, um den zurückzuschleudern zu irgendeinem Gegner, ja, hat es ab und zu mal gehakt. Ich konnte den Gegenstand entweder nicht aufheben oder nicht zu mir ziehen. Ich konnte den dann eventuell nicht wegschleudern und so weiter und so fort. Es kann natürlich auch sein, dass es mit der ja, Problematik Grifffunktion Valve Index zusammenhängt. Das erwähne ich am Ende auch nochmal. Aber ich habe so meine Tests gemacht und eigentlich haben die Index-Controller die ganze Zeit vernünftig funktioniert, haben die Grifffunktion erkannt und von daher denke ich, dass es eher am Spiel liegt. Ich hätte es gerne nochmal mit der Oculus Quest 2 probiert, aber die ist leider zur Reparatur. Das heißt, ich kann erst später mal testen, ob es mit den Touch-Controllern dann besser läuft. Aber werde ich mit Sicherheit dann auch nochmal machen, wenn ich meine Quest 2 wieder erhalten habe. Schauen wir mal ganz kurz auf die Steam-Seite von Outlier und ja, hier sehen wir, Entwickler ist Joyway und dann können wir mal ganz kurz reinschauen, was Joyway so gemacht hat. Hier haben wir Stride, ist noch immer in der Entwicklung. Against ist dieses Musik-Rhythmus-Game. Ein bisschen dunkleres Setting, sage ich mal, hat mir aber auch mega gut gefallen. Braucht aber auch noch Feinschliff. Time Hacker hat mir auch sehr gut gefallen, war für mich auch nur so eine kleine Überraschung. Vom Gameplay hat mir das sehr zugesagt. Ja, so, das sind die Spiele, die ich so von Joyway auch kenne. Und ja, unterstützt wird Valve Index, HTC Vive und die Oculus Rift. Und ja, WMR-Brillen sind jetzt hier noch nicht aufgelistet. Wer weiß, ob das noch kommt. Hier könnt ihr euch die Demo herunterladen und würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr sagt, oh, das Video hat mir jetzt ganz gut gefallen, ich möchte das gerne mal ausprobieren, dann ja, ladet euch die Demo mal runter. Wenn ihr das gemacht habt und habt das Spiel mal getestet, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr unter die Kommentare mal euren Eindruck so vom Gameplay schildert. Ja, auch aus eurer Sicht, was haltet ihr von Outlier? Ist es wirklich, kann es ein cooles Game werden oder sagt ihr so, nee, das ist echt noch zu unausgegoren, das Ganze? Mir fehlte jetzt die, ja, ein bisschen mehr Musikuntermalung, wäre nicht schlecht, aber ich denke, das kommt noch alles. Feinschliff, was die Controllersteuerung angeht. Ich hatte auch meine Probleme, Waffen in den Slots zu packen und wieder rauszuholen. Die waren auf einmal weg. Das funktioniert noch nicht so ganz gut. Dann hatte ich Probleme, man findet diese Feuersteine zum Beispiel und ja, den wollte ich eigentlich in die rechte Hand packen, dann war er aber mal links im Slot und ich konnte das dann irgendwie nicht mehr wechseln. Kann aber auch sein, dass ich mich ein bisschen dumm angestellt habe, möchte ich nicht ausschließen. Ja, man kriegt verschiedene Waffen, Fähigkeiten, Upgrades und ja, die machen das Spiel dann immer ja, besser, sage ich mal, oder unseren Charakter stärker. Und ja, man merkt das natürlich dann auch im Verlauf des Spiels. Ich bin gespannt,
was da in Zukunft noch auf uns zukommt, welche Updates daraus kommen, wenn das Spiel mal auf dem Markt ist. Und ja, ich werde es auf jeden Fall weiter auf dem Radar halten, weil ich finde das Spielprinzip super. Das Setting gefällt mir und ich hoffe, dass die da noch einiges verbessern. Und da gehe ich aber von aus. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, Leute, willkommen bei der Demo von Outlier. Und ja, es gibt ein Tutorial, was ich jetzt schon gemacht habe. Da werden einem die Basics so ein bisschen erklärt, wie man springt, wie man schießt und so weiter und so fort. Finde ich jetzt erstmal hierfür nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir so ein bisschen Gameplay sehen. Leider haben wir aber auch keine Setting-Möglichkeiten. Also in der Demo sind noch keine Settings freigeschaltet. Von daher müssen wir noch ein bisschen uns gedulden, bis da mal die richtige Version rauskommt. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal einfach einen Run und dann erzähle ich da so ein bisschen was drüber. Ich habe jetzt ein paar Runs durch. Mal besser, mal schlechter. Ich habe noch ein bisschen Probleme mit den Fähigkeiten. Also besonders diese Fähigkeit, ich kann hier diese Gegenstände zurückschleudern. Und ich glaube, ich habe da wieder meine Schwierigkeit mit den Valve Index Controllern. Aber zeige ich euch gleich mal. So, die Waffe. Wir müssen immer, wenn wir was aufheben, erstmal die Trigger-Taste halten, damit das auch hier wirklich aktiviert wird. Und ja, dann können wir uns hinter an den Schultern, haben wir links und rechts haben wir jeweils einen Slot, wo wir die Waffen dann positionieren können. Und diese Gegenstände können wir immer wegschleudern zu den Gegnern und das ist ganz praktisch, wenn es gut klappt. Und ja, dann haben wir noch die Fähigkeit, wir können springen, also ziemlich hoch aufspringen. Das nennt sich Dash. Und ja, jetzt schauen wir mal. Habt ihr schon gesehen? Und wir schalten immer wieder mehrere Fähigkeiten frei im weiteren Spielverlauf. Springen hier funktioniert auch echt gut, muss man sagen. Oh. Nachladen machen wir mit dieser Bewegung nach unten. Wir schalten im Laufe des Spiels auch noch bessere Waffen frei. Ich hoffe, das kann ich euch gleich auch noch zeigen. Okay. Packen wir uns mal hier was. So, hier haben wir so einen Stand, wo wir uns Upgrades holen können. Oh, was hat der denn? Kann man uns den auch schnappen? Okay. Jetzt hat er den Slot. Komm mal weiter. So, okay. Hier haben wir jetzt so einen Stand, wo wir Upgrades uns holen können. Einmal Standard Heal. Wir haben hier einmal unser HP, 96 von 100. Also brauchen wir kein Heal zu nehmen. Dann haben wir Pull Range. Das ist diese Entfernung, wo wir die Gegenstände zu uns holen können. Deadly Accurate ist Zielgenauigkeit, dass man einen höheren Schaden ausübt. Und wir nehmen jetzt mal Pull Range. Hier steht es auch nochmal. Increases Telekinese, Grab Distance bei 5 Meter. So, das habe ich jetzt aktiviert und hier sehen wir schon, zack, von etwas weiter weg können wir jetzt auch diese Blöcke holen und dann eventuell zu den Feinden schleudern. Da oben sehe ich jetzt noch so einen Stand, da gehen wir jetzt mal hin. Also diese Stände sollte man auf keinen Fall auslassen. Die sind extrem wichtig. Da ist wieder einer. So, Sharp Eye, Deadly Accurate, Enhanced Flow. Weiß ich nicht, was das ist. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Increases Velocity and Damage plus 20% of Items thrown with... Ah, okay. Ja, aktivieren wir einfach mal. Also wir machen jetzt mehr Schaden mit den geworfenen Gegenständen. Das ist natürlich auch sehr gut. So, hier haben wir wieder so einen Stand. Shield finde ich ganz gut. Ganz praktisch. Kriegen wir so ein bisschen ein Schutzschild. So. So.
wieder was. Pull Range Deck Schild. Nehmen wir hier das mal. Increase Damage per each True Shot. Resets to 0 after Miss. Also nach jedem Schuss, den wir treffen, machen wir mehr Schaden. Wenn wir einmal nicht treffen, wird das wieder auf 0 gesetzt. Das Ganze. Okay. Wir haben unsere, ja, wir schließen sich gleich die Tore. Da muss man so einen kleinen, ja, Bossfight machen. Ist kein richtiger Bossfight, aber so ein bisschen was hat's davon. Firegem hatte ich noch nicht. Oh, trigger to cast Fireball. You gain abilities by finding gems. To activate a gem, grab it with the grab button, hold the trigger, and put it to the slot on your opposite hand. Or hold the trigger a bit longer to put the stone into the hand in which you hold it. Okay. Wir sollen den jetzt hier rein tun? To throw a fireball, hold the trigger, make a throw-like movement with your hand, and release the trigger. Before throwing, you can twist the fire in your hand with the trigger held down to make the projectile more. Cool. Das gefällt mir. Cool. Kann man auch hochwerfen? Ah, ist mehr für diese. Nein, 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 nein! Scheiße! Ja, habt ihr gesehen, Leute, wie schnell das geht, dass man kaputt ist? Okay, jetzt müssen wir einen neuen Run starten. Wie gesagt, wenn man stirbt, direkt vorbei, ist, dann startet alles neu. Ja, und wie ihr hier seht, habe ich wieder Probleme mit meinen Index-Grips, obwohl ich meine Handschuhe anhabe. Also ich bin froh, wenn es da irgendwann mal eine vernünftige Alternative gibt. Ich bin da immer mit am Kämpfen mit diesen Dingern. So, okay, weiter. Weiter am Text. Jetzt will er den Slot nicht mehr benutzen, oder was? Na komm. So, jetzt hat das aber. Okay. Okay, das haben wir hier? Haben wir hier was? Ja, komm. Okay, der will er gerade nicht. Ja, jetzt will er auf einmal. Okay, komisch. Okay, nehme ich aber so hin. Standard Heal, 100 Hammer. Pull Range. So, weiter geht's. Oh, jetzt kommen wir direkt zu diesem kleinen Bossfight. Oh, hier haben wir eine neue Waffe. Die kenne ich schon. Die hat Munition, die immer wieder kommt. Diese Fliege-Dinger sind echt nervig. Aber Wo ist er? Also die Waffe ist echt cool. Packen wir erstmal weg. Dann schauen wir mal ganz kurz uns hier um, ob wir hier noch Upgrades finden. Bevor wir irgendwas verpassen, vergessen. Wir können es auch überall festhalten, ist das Gute, ne? Jetzt müssen wir mal. Genau. Wo ist er? Wo ist der Gegner? Das war's für ihn, oder? Au. Oh. Also die Waffe ist echt super. Na komm. Gefällt mir.
Wo ist der Typ? So, was nehmen wir? Okay, Standard hier. So. Die sind aber echt nervig, die Typen. So. Wow. Okay. Sehr gut, wieder Upgrades. Was haben wir denn hier? Death from above, Pull Range, Deadly Accurate. Wir machen hier das. So. Also den Feuerwerfer habe ich jetzt nicht mehr. Dann müssen wir mal weiter schauen. Da oben ist noch was. So. Ja, Standard-Heal. 67, okay. War sonst noch irgendwas übersehen? Da geht's weiter, ne? Nicht mit mir. Also als ich die Trailer gesehen habe, das erste Mal, habe ich mir das Gameplay so ein bisschen anders vorgestellt. Aber es kann echt was werden. Bisher bin ich mit der Steuerung der Index-Controller noch nicht so zufrieden. Aber wer weiß, was noch kommt. Okay. So, jetzt müssen wir mal weg hier. So, wir haben nicht mehr viel Leben. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal irgendwo Leben finden können, werden wir die Chance auch nutzen. Wo ist er denn? Komisch, okay. Ah, das war's. Haben sie mich erwischt? Okay, so, starten wir nochmal. Also bisher gefällt es mir echt gut, muss ich sagen. Es ist hier und da natürlich noch Optimierungsarbeit gefragt. Aber gut, ist natürlich auch eine Demo, dafür ist eine Demo da, um auch Feedback zu erhalten und so. Die andere Waffe gefällt mir besser. Okay, schnell entscheiden. Noch was finden. So, das war's. So, da hat das gut funktioniert, was ich wollte. So, da ist aber hier nichts mehr, ne, zum Sammeln. Okay, jetzt kommt der erste Gegner. Da ist wieder die gute Waffe. Die werden wir uns dann auch schnappen.
Die gefällt mir nämlich sehr gut. Die dürfen wir nicht abgeben. Die ist zu gut, die Waffe. Haben wir fast alle ausgelöscht da hinten. Da hinten ist noch der große. Okay. Erstmal noch ein Upgrade ziehen. Damage Boost. Machen wir uns mal einen Damage Boost. Weak Spots habe ich noch nicht gehabt. Standard Heal 80 haben wir noch. Ne, komm. Weak Spot. Increase Damage of Critical Shots by 30%. Go for the Eyes. Okay. Ganz kurz gucken, wo ich hier im Raum bin, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. So. Na komm, nehmen wir nochmal Standard Heal, dann haben wir wenigstens wieder 100. Standard. Noch was? Nee, okay. Außer hier so ein Felsblock, den wir gleich mal nutzen können. Okay, wurde direkt dunkel. Na komm, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen am Kämpfen. So. Okay, komm. Jetzt will ich den hier nehmen, aber... Jetzt aber! Also das klappt irgendwie ab und zu nicht. Ich weiß nicht warum. Ob es mein Problem ist, controller-technischer Art, aber das mit der Waffe und so klappt ja auch ganz gut. Ja. Ich hätte den gerne auf dem rechten gehabt, weil ich mit links gar nicht so gut werfen kann. Kann ich den auch wechseln? Ich muss jetzt mal... Oh, durch die Map geflogen. Guck mal. Tschüss, schöne Map. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's dann erstmal von Outlier. War ein kleiner Einblick für euch und auch für mich. Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde gespielt insgesamt und wollte euch mein Fazit mal so mitteilen. Ich hätte das Ganze gerne auch nochmal mit der Oculus Quest gespielt, damit ich mal andere Controller habe. Die ist aber leider zur Reparatur. Das heißt, ich kann sie jetzt nicht hier probieren, die Version mit den Touch-Controllern. Hätte ich gerne gemacht, weil ich habe ab und zu mal das Problem gehabt, dass ich wirklich, wenn ich was gegriffen habe, zum Beispiel einen Felsblock, der war vor mir, dass ich den nicht mehr wegwerfen kann. Oder dass ich ab und zu eine Waffe nicht mehr hinten reinlegen kann. Aber wie ihr seht, immer wenn ich drücke,
greift er und lässt aber auch wieder los. Also das ist nicht ein Problem jetzt von den Controllern, was ich sonst so habe mit den Index-Controllern. Also das ist jetzt kein Problem. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber die Probleme hatte ich jetzt. Ich möchte es aber jetzt nicht komplett aufs Spiel schieben, weil ich habe meine Problemchen mit meinen Index-Controllern, deshalb ja auch die Handschuhe hier. Wenn meine Hände so ein bisschen feuchter werden, dann gibt es hier Probleme mit dem Grifftaste. Aber das sehe ich jetzt nicht so, dass es jetzt hier wirklich ein Problem von den Index-Controllern war. Aber ich lasse mich echt überraschen, wenn ich die Oculus wieder habe, die Quest 2, dann werde ich da definitiv mit den Touch-Controllern nochmal probieren und mal schauen, inwieweit das ein Problem von den Index-Controllern war. Ja, zum Gameplay. Erstmal cool, dass man hier Waffen hat. Man hat so eine Art Magie. Telekinese. Dann haben wir, können wir so Feuersteine benutzen. Ich weiß nicht, was sonst noch so kommt. Scheinbar kann man ja wirklich in jeden Handschuh einen Slot packen. Wenn man dann die Triggertaste hält, hat man dann irgendwas. Ich kann mir noch vorstellen, dass Eis gibt und Blitz oder sowas. Wer weiß, was da noch alles kommt. Ich finde, das hat so alles ein ganz, ganz kleines bisschen Destiny-Feeling. Kann man jetzt nicht so ganz genau in diese Richtung gehen, aber vom Springen her, von den Waffen her, die sehen so ein bisschen auch danach aus, das, was ich jetzt gesehen habe. Also geht so vom Stil her in diese Richtung. Ja, man muss natürlich auch dieses Gameplay mögen. Das heißt, man hat eine Map vor sich, man stirbt. Man fängt wieder von vorne an, ohne komplett alles, was man sich aufgebaut hat, aufgesammelt hat, geht es von neu los. Und also ich mag diese Sachen wie Indes und so weiter. Compound war ja auch in diese Richtung. Ich finde es eigentlich ganz cool. Man hat immer wieder ein neues Level vor sich. Also es ist nie alles gleich, es wird immer neu aufgebaut. Und mir gefällt dieses Gameplay auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, ob hier noch andere Maps reinkommen, eventuell vom Look her anders, andere Gegnertypen und so weiter und so fort. Ja, Leute, ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufen halten, wenn es neue Versionen von Outlier gibt und die teste ich natürlich dann auch gerne. Und haltet euch so auf dem Laufenden. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Like freuen, Abo-Button nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos von mir gibt. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.